Hör mal zu präsentiert die Agatha Christi-Stunde jeden Samstag um 23 Uhr. Dennis ist heute Morgen spät dran. Vielleicht ist er schon weggegangen. War es denn ohne Frühstück? Vielleicht hat er jemanden im Dorf besuchen wollen. Da frage ich mich, wer das wohl ist. Er ist vermutlich noch auf seinem Zimmer und schläft seinen Rausch aus. Mary? Wieso? Er ist erst gegen 4 heimgekommen. Hast du ihn nicht gehört? Nein. Das überrascht mich. Lärm genug hat er gemacht. Diese Bemerkung war überflüssig, Mary. Welche? Über den Lärm, den er gemacht hat, oder die über seinen Zustand? Beide. Haben Sie nicht gehört? Habe ich nicht. Dann bitte ich um Verzeihung. Dich auch, Lois. Das musst du nicht. Es gibt dafür zweifellos eine einfache Erklärung. Zweifellos. Sag mal, hat einer von euch vielleicht die Zeitung gesehen? Ich kann sie nirgendwo finden. Wenn du die suchst, die habe ich. Ah, gut so. Ich dachte schon, einer von den Dienstboten hätte sie stibitzt. Dennis, du weißt genau, dass niemand sowas tun würde. War nicht ernst gemeint. Tut mir leid, wenn ich dir Ärger gemacht habe. Schon gut. Bist du fertig damit? Aber ja. Sehr schön. Die Rennergebnisse stehen wie immer hin. Hallo, mein Goldkind. Räucherfisch, Dennis, oder möchtest du Rührei? Keins von beiden, danke. Da ist doch noch von Mrs. Holloways ausgezeichnetem Porridge. Nein, danke, wirklich nicht. Wenn ich einen bekommen kann, nehme ich gerne einen Kaffee. Was, nur Kaffee? Schwarz, bitte. Fühlst du dich nicht wohl? Doch, es geht mir gut. Vielleicht ein bisschen müde. Vielleicht ein Anflug von Grippe? Vielleicht. Na, hoffentlich nicht. Die Grippe geht zurzeit um. Danke sehr. Du meine Güte. Was ist das, hm? Konfekt. Sieh doch. Sowas. Von wem sind Sie denn? Da steht nirgends ein Name. Ich sehe auch gar keine Karte. Wie seltsam. Vielleicht hast du einen heimlichen Verehrer. Dennis. Außer mir meine ich natürlich. Ach. Danke, Esther. Egal, wer sie geschickt hat, sie sehen köstlich aus. Komm, Mary, nimm bitte. Nein, danke. Oh, warum nicht? Wirklich nicht. Angst um die Figur, Mary? Ach, was. Na gut, eine. Miss Logan? Oh, danke, meine Liebe. Dennis? Nein, für mich nicht, danke. Wirklich nicht? Nein, nein, ich muss auch los. Ich bin verabredet mit... Einem Mann mit einem Pferd. Sowas in der Art, ja. Gib mir ein paar auf, ja? Können wir dich zum Essen erwarten, Dennis? Aber ja, ich bin nicht lange weg. Wiedersehen. Also, welche soll ich denn probieren? Eine harte oder eine weiche? Sie sind wirklich ganz köstlich. Dann nehme ich eine weiche. Wunderbar. Rose, findest du, dass der Puder mir steht, ja? Oh ja, ja. Man muss vorsichtig sein mit dem Farbton, wenn man so einen Teint hat wie ich. Ich finde, es sieht toll aus. Tatsächlich? Ja, es sieht nicht schlecht aus. Es sieht abstoßend aus und ist unsittlich. Ich habe sie nicht gefragt. Du bist eine angemalte Frau, Mädchen. Merk dir meine Worte, du wirst mal nicht gut enden. Was sagen Sie, Mrs. Holloway, hä? Lass mich jetzt, Esther. Ich habe zu viel zu tun. Ach, pass Mutter. Nur auf, dass die junge Herrin dich nicht erwischt, wie du dir den Hurendreck ins Gesicht schmierst. Wer? Miss Hargreaves? Was versteht die denn davon? Mr. Radcliffe schon eher. Er sagt, ich bin haargenau sein Typ. Schlampe. Sie sind doch nur neidisch. Du solltest auch Make-up benutzen, Rose. Oh nein. Warum nicht? Willst du es nicht mal versuchen? Nein, ich glaube nicht. Du, ich sag dir was. Du probierst erst mal meins. Ja, meinst du? Lass das Mädchen in Ruhe. Was geht denn sie das an? Es ist unziemlich. Und gegen den Willen Gottes. Man ruft nach dir, Esther. Ich bin nicht taub. Ich gebe dir einen guten Tipp. Du musst dir ein bisschen auf die Lippen beißen. Was? Nein, nicht richtig beißen. Ich zeig's dir. Wozu denn? Ach, dann sehen sie viel röter aus. Begehrenswerter, weißt du? Esther! Ja, doch, ja. Ich gehe ja schon. Jetzt könnt ihr alle eure Gebete aufsagen. Alle.
alle Personen in dem Raum hatten starke Vergiftungserscheinungen. Um die Wahrheit zu sagen, Madame, wir haben noch nie so viel zu tun gehabt. Ja, bis über beide Ohren, könnte man sagen. Oh. Ja, andauernd ist Scotland Yard am Telefon, verstehen Sie? Und die Sûreté, das ist die französische Polizei, wissen Sie? Was glauben Sie, wie die uns auf die Nerven geht? Oh je. Neulich ist uns der Boss fast aus den Pantinen gekippt. Dann ist es wohl besser, ich gehe. Moment, Miss, ich habe nicht gesagt, dass es unmöglich wäre. Ich könnte mir ein bisschen Mühe geben und Sie dazwischen quetschen. Oh, Sie glauben nicht, wie dankbar ich Ihnen wäre. Entree. Miss Lois Hargreaves, Sir. Oh, freut mich, Miss Hargreaves. Es durfte alles sein, Albert. Darf ich vorstellen, Miss Robinson. Sehr erfreut, freut mich. Miss Robinson ist meine rechte Hand, sozusagen. Danke, Albert. Nehmen Sie doch bitte Platz. Dankeschön. Na, geh schon, Albert. Nun, wir wollen nicht allzu formell sein. Sie erzählen mir am besten, was Sie bedrückt. Dann unterhalten wir uns über den besten Weg, wie wir Ihnen heraushelfen aus Ihrer Contretemps. Sie sind sehr freundlich, Mr. Blunt. Pas de rien. Entschuldigen Sie, aber sind Sie Ausländer? Eigentlich nicht, aber ich komme im Verlauf meiner Ermittlungen um die ganze Welt. Und meine Methoden sind die der französischen Sûreté. Oh. Also, Ihr Name ist Lois Hargreaves. Ja. Und ich lebe in einem weitläufigen, altmodischen Haus namens Thornley Grange. Es liegt mitten im Grün und dadurch ziemlich isoliert. Ob schon so weit ist es in das kleine Dorf Thornley auch nicht. Ich habe mich dort nie einsam gefühlt. Und ich muss sagen, ich ziehe das Landleben dem in der Stadt bei weitem vor. Wie weise, wenn bloß nicht... Fahren Sie bitte fort, Miss Hargreaves. Vor etwa einer Woche bin ich nach Pralinen mit der Post geschickt. Nichts deutete darauf hin, von wem das Päckchen kam. Ich bot natürlich sofort davon an und jeder, der davon aß, bekam Krämpfe und wurde bewusstlos. Tatsächlich? Mein Arzt, Dr. Burton, ließ die restlichen Pralinen analysieren. Mr. Blunt, sämtliche Pralinen enthielten Arsen. Nicht genug, um jemanden zu töten, aber durchaus genug, um ihn krank zu machen. Ach, außergewöhnlich. Dr. Burton war äußerst besorgt. Es passierten bereits zwei ähnliche Fälle in unserer Nachbarschaft. In diesen beiden Häusern waren viele Menschen davon betroffen. Alle wurden krank, nachdem sie die geheimnisvollen Pralinen gegessen hatten. Das Ganze sieht nach einem besonders bösen Streich aus, den man jemandem spielt. Verzeihung, aber ist das Dr. Burtons Meinung? Er schreibt es der sozialistischen Agitation zu. Es gibt im Dorf zwei als Querulanten bekannte Leute. Sind Sie auch seiner Meinung? Aber nein, ich finde das ziemlich absurd. Richtig. Miss Hargreaves, warum sind Sie nicht zur Polizei damit gegangen? Na, wenn ich allein an den Wirbel denke, das Gerede, das es geben würde. Außerdem kenne ich unseren Dorfinspektor. Ja? Ich kann mir nicht vorstellen, dass der je etwas herausfindet. Ach, verstehe. Mr. Blunt, Miss Robinson... Sie weisen in Ihrer Annonce besonders auf die geübte Diskretion hin. Ich nehme an, Sie meinen damit, Sie würden... Nun ja, dass Sie nichts ohne mein Einverständnis an die Öffentlichkeit bringen würden, nicht wahr? Miss Hargreaves, Sie können uns ruhig alles erzählen, würde ich sagen. Sie werden... Alles, was Sie sagen, wird streng vertraulich behandelt. Also gut. Ich habe einen Grund dafür, um nicht zur Polizei zu gehen. Ich glaube, dass die Pralinen von jemandem, der mit uns im Haus lebt, geschickt wurden. Wie kommen Sie darauf? Das ist sehr einfach. Ich habe nämlich eine dumme Angewohnheit. So wie ich irgendwo Papier und Bleistift sehe, muss ich anfangen zu kritzeln. Eigentlich immer dasselbe Muster. Drei ineinander verschlungene Fische. Ja, und neulich bekam ich ein Päckchen mit Seidenstrümpfen aus London. Ich saß am Schreibtisch, weil ich eben einen Brief schreiben wollte und fing in Gedanken an, auf dem Päckchen rumzumalen, bevor ich es aufmachte. Ich hätte mich wohl kaum daran erinnert. Aber als ich dann später das Papier ansah, in das die Pralinen eingewickelt waren, fand ich doch... Ich fand... Ja, was fanden Sie, Miss Hargreaves? Dies hier. Das scheint mir sehr ernst zu sein. Ja, ich weiß. Ich frage Sie nochmal, Miss Hargreaves. Warum gingen Sie nicht zur Polizei?
Weil ich vielleicht die ganze Geschichte vertuschen will. Wen haben Sie in Verdacht, Miss Hargreaves? Oh, keinen. Aber es gäbe Möglichkeiten. Natürlich. Bitte schildern Sie uns den Haushalt. Zuerst sollten Sie wissen, dass ich bei meiner Tante aufgezogen wurde. Lady Radcliffe, die sehr reich war. Ihr Mann machte ein großes Vermögen und wurde geadelt, starb aber vor einigen Jahren. Von da an lebte ich bei Tante Lucy. Ich war ihre einzige lebende Verwandte. Sieht man ab von Dennis Radcliffe, einem Neffen ihres Mannes. Ich sage immer, er sei mein Cousin. Aber das stimmt selbstverständlich nicht. Fahren Sie fort. Tante Lucy sagte immer, nach ihrem Tode fiele ihr Vermögen an Dennis. Geld der Radcliffes, meinte sie, müsse schließlich auch an einen Radcliffe fallen. Wie dem auch sei, irgendwann bekamen die beiden Streit wegen irgendwelcher Schulden, die er gemacht hatte, glaube ich. Zu meinem Erstaunen stellte ich nach ihrem Tode fest, dass sie alles mir vererbt hatte. Es war ein harter Schlag für Dennis und ich hatte ein sehr schlechtes Gewissen deswegen. Ich wollte ihm das Erbe überlassen, er wollte davon nichts hören. Ja, so war das. Und an meinem 21. Geburtstag vermachte ich in einem Testament alles ihm. Wenn also, ich meine, sollte irgendetwas geschehen, wird wenigstens Dennis bekommen, was ihm zusteht. Und wann, wenn ich fragen darf, wurden Sie 21? Vor genau 3 Wochen. Wir waren bei Ihrem Haushalt. Was wollen Sie wissen? Dienstboten oder was sonst? Ich brauche alles. Wissen Sie, die meisten vom Personal sind schon ewig bei uns. Da heißt Mrs. Holloway, die Köchin. Eine stille Frau, ruhig und arbeitsam. Und Rose, ihre Tochter. Sie ist sehr schüchtern und bleibt meistens für sich. Hannah war das Mädchen meiner Tante. Sie ist die älteste von allen und sehr fromm. Dann ein junges Dienstmädchen, Esther Quant. Über sie weiß ich nicht viel. Sie ist gerade erst zu uns gekommen, aber sie scheint sehr nett zu sein. Was uns selbst betrifft, Miss Logan war Tante Lucys Freundin. Sie führt den Haushalt für mich. Ja, und Captain Radcliffe, Dennis. Wissen Sie, von dem ich Ihnen erzählt habe? Und dann lebt noch Mary Chilcott bei uns. Wir waren zusammen in der Schule. Sie ist meine älteste und beste Freundin. Sie scheinen nur zu fürchten, man könnte herausfinden, dass, nun ja, dass es kein Dienstbote ist. Stimmt das? Ja. Ich sag Ihnen, was getan werden muss. Wir müssen zum Ort des Geschehens eilen. Und wann werden Sie kommen? Schon morgen. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Und eine Bitte, Miss Hargreaves. Kein Wort zu irgendjemandem von dem, was Sie uns erzählt haben. Das verspreche ich. Dankeschön. Albert, würdest du Miss Hargreaves hinausbringen? Sehr wohl, Mr. Blunt. Wiedersehen. Ich bin Ihnen sehr dankbar. Wir sehen uns dann morgen. Auf Wiedersehen. Au revoir, Mr. Blunt. Und bon voyage, Miss Hargreaves. Donnerwetter. Na, was meinst du? Es gefällt mir nicht. Ganz besonders, dass nur so wenig Arsen in den Pralinen war. Was willst du damit sagen? Für mich steht fest, dass die Pralinen für die Nachbarschaft nur ein Täuschungsmanöver waren. Man soll glauben, dass ein Irrer am Werk ist. Und wenn das Mädchen wirklich vergiftet wird, wird man denken, das war derselbe Irre. Ohne die Zeichnung auf dem Packpapier wäre doch niemand draufgekommen, dass es sich um jemand handelt, der im selben Haus wohnt. Du glaubst also, das Ganze wäre ein Komplott gegen Lewis Hargreaves, ja? Bin ich ganz sicher. Ich habe damals von der Erbschaft, die sie gemacht hat, gelesen. Das Mädchen ist dadurch zu furchtbar viel Geld gekommen. Was auf Dennis Radcliffe hinweisen würde. Mhm. Er hätte am meisten von ihrem Tod. Die Ärmste scheint ihn wohl auch noch zu lieben. Das ist doch offensichtlich. Weshalb glaubst du, will sie die Polizei raushalten? Warum heiratet ihr sie nicht, wenn das stimmt? Hm? Ich weiß nicht. Weniger gefährlich und wesentlich einfacher, als sie zu töten. Es sei denn, er hat bereits Beziehungen zu einer anderen Dame. Ich habe dir dann Frühstück gebracht und die Morgenzeitung. Frisch aus der Presse. Ich bin schon ewig auf. Und so energiegeladen. Richtig. Wir wollen heute verreisen. Weißt du noch? Eine dumme Verschwörung, um mich aus den Federn zu locken. Hör mal, ist es nach 8? Himmel, so früh. Dein Bart läuft schon ein. Wir wollen so früh wie möglich aufbrechen. Viel Verkehr wird heute nicht sein, aber man kann ja nie wissen. Außerdem mache ich mir wirklich große Sorgen wegen... Tommy! Was ist denn? Plötzliches Auftreten von Ptomainvergiftung. Die zu beklagenden Opfer sind
Miss Lewis Hargreaves, Eigentümerin des Hauses, ein Dienstmädchen, Esther Quandt. Ernsthaft erkrankt ist Miss Rachel Logan. Lewis Hargreaves tot. Dieses Hinreißende. Dieses wirklich bezaubernde Mädchen. Am nächsten Morgen erreichen die beiden das düstere Haus ihrer verstorbenen Auftraggeberin. Sie haben sich vorgenommen, dieses Rätsel auf alle Fälle in Andenken an die junge Dame zu lösen. Ich weiß nicht, irgendwas an diesem Haus macht mich schaudern. Spürst du das nicht? Ich spüre nur das Verlangen, diesem Schuft Radcliffe gegenüberzustehen. Komm schon. Sie sind sicher Rose Holloway. Sir? Sie müssen keine Angst haben, ich bin kein Reporter. Miss Hargreaves war gestern bei mir und bat mich, herzukommen. Wer ist sonst noch im Haus? Dr. Burton und Miss Chilcott. Sie trifft alle Vorbereitungen. Ich möchte sofort Dr. Burton sprechen. Dr. Burton? Ja? Meine Karte. Sind Sie Mr. Blunt? Das ist meine Assistentin, Miss Robinson. Freut mich, Doktor. Miss Hargreaves war gestern bei mir wegen der vergifteten Pralinen. Ich kam auf Ihren Wunsch zu Ermittlungen her. Wie ich höre, leider zu spät. Unter diesen Umständen besteht kein Grund zur Zurückhaltung. Ohne die Episode mit den Pralinen hätte ich geglaubt, die Todesfälle gingen auf eine schwere Ptomainvergiftung zurück, einer ungewöhnlich virulenten Art. Es gab eine Magen- und Darmentzündung mit Blutungen. Ich werde die Feigenmarmelade analysieren lassen. Feigenmarmelade? Wussten Sie das nicht? Die Schmerzen haben begonnen nach dem Genuss von Brot mit Feigenmarmelade. Das Gift, sofern es Gift ist, wirkte ungewöhnlich rasch. Arsen, ja? Nein, etwas viel Gefährlicheres. Ich tippe auf ein pflanzliches Toxin. Oh, pflanzliches Toxin? Ja. Verstehe. Wo ist Dennis Radcliffe? Oben, Sir. Ich würde ihn gern sofort sprechen. Mr. Blunt, das wird... Sofort! Sie müssen Mr. Blunt und Miss Robinson sein. Louis hat's mir erzählt. Können wir woanders reden? Ich bin so froh, dass Sie hier sind. Es ist alles so furchtbar. Bitte nehmen Sie Platz. Danke. Kann ich Ihnen in irgendeiner Weise helfen? Ja, die Feigenmarmelade auf den Broten gestern. Woher kam die Ihnen? Aus London. Wir haben sie oft. Keiner konnte etwas vermuten. Ich persönlich mag den Feigengeschmack nicht. Deshalb habe ich nicht gegessen von den Broten. Aber Louis aß sie und Miss Logan. Und was ist mit dem Mädchen? Esther Quandt. Sie muss später davon genommen haben. Sie war sehr gefräßig. Wie geht es Miss Logan? Dr. Burton meint, sie würde es gut überstehen. Anscheinend, weil sie schon älter ist, hat das Gift weniger gewirkt. Sie ist aber noch sehr schwach. Was ich nicht verstehe, ist, wie Dennis, Captain Radcliffe, davon betroffen sein kann. Hat er nicht mit Ihnen zusammen Tee getrunken? Nein, er war aus. Und wann kam er wieder zurück? Etwa 7:15. Haben Sie ihn gesehen? Ja. Miss Chilcott, waren Sie verliebt in Captain Radcliffe? In ihn verliebt, sagen Sie? Ja, das habe ich gesagt. Bitte, Miss Chilcott, das ist furchtbar wichtig. Nun, er war ein wenig wild, impulsiv und nicht sehr vertrauenswürdig, nehme ich an. Aber? Er konnte wahnsinnig amüsant sein, wenn er wollte. Er war dann wie ein großer Junge. Äußerst großzügig und freundlich. Danke. Bitte, Miss Chilcott, erzählen Sie uns jetzt, was ganz genau passierte gestern Abend? Dennis war spazieren gegangen. Sowas tat er oft vor dem Essen. Es wurde gerade dunkel. Ich war im Gewächshaus. Na, opferst du dich immer noch dafür? Tja, mit irgendwas muss ich mich doch beschäftigen. Ist es denn so schlimm mit der Langeweile? Manchmal schon. Jetzt komm. Auch einen Drink? Nein, danke. Aber lass dich nicht abhalten. Schon gut. Dennis. Hm?
Wann wirst du es Louis sagen? Was sagen? Na, über uns. Da gibt's doch nichts zu erzählen, oder? Tja, wenn du meinst. Vermutlich nicht so viel wie über dich und das Dienstmädchen. Esther? Sag bloß nicht, dass du eifersüchtig bist. Ich glaube schon. Du hast keinen Anlass dazu. Ach, Dennis. Du bist im Grunde ein Lump, weißt du das? So was sagst du? Und so einen möchtest du nicht, hm? Bestimmt nicht. Keine Angst, altes Mädchen. Alles wird sich zum Besten fügen. Wirklich? Muss es doch. Zum Wohl, Schatz. Er ging auf sein Zimmer. Schon kurz danach wurde er krank. Danke, Miss Chickett. Sie sind uns... Eine große Hilfe gewesen. Wir werden die Unterhaltung später noch fortsetzen. Ja, vielen Dank. Bis später. Was ist denn bloß los? In die Küche. Komm schnell. Nicht weitermachen. Ist das Geschirr von gestern? Es tut mir leid, Madame, aber ich bin einfach nicht früher dazugekommen. Jetzt hör gut zu, Rose. Im Gewächshaus muss ein Glas gewesen sein. Hast du es abgewaschen? Ah. Und wo ist es? Da steht... Nein, nein. Dankeschön. Komm mit. Hör mal zu. Hörspiele und Co. Mein Mund war süß wie Honig. Aber als ich es gegessen hatte... Miss McPherson! Wart es bitte im Leib. Lasst brennende Kohle auf sie niederfallen. Werft sie in die Grube und ins Feuer, auf dass sie nie wieder sich erheben können. Kann ich Sie einen Augenblick sprechen? Es ist keine Zeit mehr, keine Zeit mehr. Immer knapper wird die Zeit. Verfolgen will ich meine Feinde, sie werden nicht entkommen. Ja, und nicht wiederkehren will ich, bevor ich sie vernichtet habe. Wie es geschrieben steht. Ich bin die Geißel, gesandt von ihm. Komischer Vogel. Gehen Sie raus. Die Zeit ist nah. Ich bin die Geißel Gottes. So wie der Wind weht, wohin er will, so will ich euch zerstören. Haben Sie vielen Dank. Lieber Himmel, wie lange mag sie schon so sein? Keine Ahnung. Sieh dir das an. Komische Lektüre für ein verdrehtes Hausmädchen, findest du nicht? Materia Medica von Edward Logan. Glaubst du, das ist ein Verwandter? Das müssen wir rauskriegen. Ja, das war eins der Bücher meines Vaters. Er war ein bedeutender Arzt. Einer der Pioniere in der Serumtherapie. Sie waren sehr stolz auf ihn, ja? Das war ich. Miss Logan, das Mädchen Hannah, ist die eigentlich, ich meine, ist die im Kopf ganz richtig? Oh ja, vielleicht ein bisschen sehr fromm, aber sonst fehlt ihr nichts. Und dieses Buch da, haben Sie es Hannah geliehen? Hannah? Nein. Oh, Dr. Burton hat Ihnen eine Injektion gegeben? Er hat darauf bestanden, ja. Ich bin wohl sehr krank gewesen. Merkwürdig. Wir haben das Buch in Hannas Zimmer gefunden. Wie kommt es dahin? Ich möchte nicht, dass die Dienstboten an meine Sachen gehen. Wo müsste es normalerweise sein? Im Bücherregal in meinem Wohnzimmer. Oder nein, nein. Ich hatte es Mary geborgt. Mary? Sie ist ein liebes Mädchen und sehr an Pflanzen aller Art interessiert. Sie hat auch die Pflege des Wintergartens übernommen. Ich glaube, sie hat dort ein oder zwei kleine Experimente gemacht. So? Gewisse Tees von Kräutern, meine ich, die oft Wunder wirken können bei einer Erkältung. Ich bin sehr dafür. Und Dennis auch. Ach, der arme Dennis. Sein Vater war mein Cousin ersten Grades, wissen Sie? In dem Wintergarten arbeitet dort noch jemand außer Miss Chilcott? Hannah, denke ich. Ja, ab und zu, glaube ich. Verstehe. Ich danke Ihnen, Miss Logan. Verzeihen Sie, dass wir gestört haben. Ja, danke schön. Und entschuldigen Sie bitte. Werden Sie schnell wieder gesund? Danke, meine Liebe. Dr. Burton ist noch an der Feigenpastete. Er lässt uns das Ergebnis so bald wie möglich wissen. Gut. Was mich am meisten verwirrt, ist der Zeitpunkt der Todesfälle. Der Zeitpunkt? Ja, Dennis Radcliffe wurde erst nach den anderen ermordet. Warum? Das liegt auf der Hand.
Er war nicht da. Kaum war er zurück, wurde er vergiftet. Ja, ja, möglich. Na also, überzeugt hört sich das nicht an. Ich habe eben so ein Gefühl, als ob der Zeitpunkt der Schlüssel für alles ist. Was, wenn Lois Hargreaves gar nicht gemeint war? Wie bitte? Was heißt das denn? Wenn ihr Tod nun bloß ablenken soll. So wie die Pralinen. Und Dennis Radcliffe wäre der, auf den man es abgesehen hat. Wäre das möglich? Möglich, aber nicht sehr wahrscheinlich. Du vergisst das Geld. Ja, das stimmt. Und Lois Vermögen ist das Motiv. Ganz offensichtlich. Das Offensichtliche ist oft das Richtige. Tuppence, Wie gefiel dir Mary Chilcott? Ganz gut. Sie ist nett. Wieso? Du findest es nicht eigenartig, dass sie nicht betroffener war, nein? Mm-mm. Sie war immerhin Lois Hargreaves beste Freundin. Dann spricht ihr Benehmen für sie. Wäre sie nämlich die Mörderin, würde sie vor Schmerz zusammenbrechen. Oder nicht? Sie würde doch eher dick auftragen, nicht? Ja, ist anzunehmen. Ui. Wir kommen nicht besonders voran, wie? Nein. Ich wüsste zu gern, wie Esther Quandt wirklich gewesen ist. Jung, gut aussehend. Wie hat doch Mary Chilcott sie genannt? Gierig. Sie hatte bestimmt was mit Dennis Radcliffe. Ob er an ihr auch so interessiert war? Das erfahren wir vermutlich niemals. Eine teuflische Verstrickung, das Ganze. Wir reden darüber und reden und sind der Lösung nicht näher als am Anfang. Weißt du, da murmelt nun jemand Bibelverse vor sich hin, Jahr für Jahr, und plötzlich überschreitet er die Grenze zur Gewalttätigkeit. Du hast es ja erlebt. Na, direkt gewalttätig war sie nicht. Na, dran. Die Verdachtsmomente gegen sie sind stärker als gegen sonst jemanden. Und doch, wir sehen die Dinge nicht so, wie sie wirklich sind. Tuppence, wir kommen nicht weiter. Außer wir... Ich habe eine Idee. Ah, Rose. Fragen Sie Ihre Mutter bitte, ob sie einen Moment Zeit für uns hat. Meine Mutter? Und kommen Sie bitte auch mit. Sehr wohl, Sir. Wir sind nebenan im Wintergarten. Tut mir leid, dass ich Sie erschreckt habe. Das haben Sie nicht. Wollten Sie nicht ins Dorf fahren? Wir sind schon zurück. Man sieht, wie Sie die Pflanzen lieben, Miss Chilcott. Eigentlich nicht. So? Und dann geben Sie sich so viel Mühe mit allem? Jemand muss es tun, sonst haben wir hier eine Wildnis. Mr. Blunt, sind Sie der Lösung inzwischen ein wenig näher gekommen? Ja, ich glaube schon. Sie gehen noch immer von der Annahme aus, dass hier ein Verbrechen vorliegt. Was sollte es sonst sein? Na, einfach ein Fall von Lebensmittelvergiftung. Das erklärt aber nicht den Tod von Captain Radcliffe, nicht wahr? Oder Miss Chilcott? Nein. Sie wollten mich sprechen, Sir. Ah ja, nett von Ihnen, Mrs. Holloway. Wir halten Sie nicht lange auf. Nein, bitte bleiben Sie da, Miss Chilcott. Wir möchten, dass Sie zuhören. Mrs. Holloway, was hatten Sie für einen Eindruck von Esther Quandt? Esther? Nun, wissen Sie, sie war ja noch nicht lange bei uns und... War sie ein gutes Mädchen? Ach, kommen Sie schon, Mrs. Holloway. Das ist doch wirklich eine einfache Frage. Das zu sagen, steht mir nicht zu. Wie steht es mit Ihnen, Rose? Mochten Sie sie? Ja. Sie waren nicht zufällig eifersüchtig auf Sie, nein? Ob ich... Wieso eifersüchtig? Sie war doch recht eng mit Captain Radcliffe befreundet, Mrs. Holloway. Nun, stimmt das nicht? Was soll das heißen, Mr. Blunt? Dass Rose wie jede andere junge Frau in diesem Haus vielleicht in Dennis Radcliffe verliebt war und darum furchtbar eifersüchtig geworden ist. Daran ist kein Wort wahr. Nein, nicht? Beschuldigen Sie etwa meine Tochter? Oh, nicht beschuldigen, Mrs. Holloway. Nur eine Überlegung. Sie müssen zugeben, dass es möglich ist. Also, Rose? Ja, ich mochte Captain Radcliffe. Und Esther, ich meine, sie ging mächtig ran, aber mehr war da nicht. Sind Sie sicher? Captain Radcliffe war ein Gentleman. Verstehe.
Sie sollten sich schämen, so etwas auch nur zu denken, Sir. Das meine Rose. Ich meine... Sie scheine mir über Gebühr erregt zu sein. Erregt? Aber natürlich bin ich erregt. Ich habe außer Rose nichts auf der Welt. Ich würde alles für sie tun. Vielleicht sogar einen Mord. Oh. Kommen Sie, Mrs. Holloway. Wenn Sie sehen würden, wie ein Lump mit Ihrer einzigen Tochter sein Spiel treibt, würden Sie nicht alles tun, um sie zu schützen? Selbst wenn Sie töten müssen? Mr. Blunt, das ist doch idiotisch. Ach ja? Was sagen Sie dazu, Mrs. Holloway? Gar nichts. Ich sage gar nichts. Na, sehr gut. Das wäre dann alles. Im Moment jedenfalls. Ich danke Ihnen beiden. Das war ein bisschen sehr brutal, nicht? Das ist Mord auch, Miss Chilcott. Finden Sie nicht? Aber Sie so zu beschuldigen, das ist lächerlich. Möglicherweise, besonders wenn ein offensichtlicherer Verdacht naheliegt. Sie meinen mich, nicht wahr? Ja, bitte? Ein Bote hat das gebracht, von Dr. Burton. Danke, Rose. Ich hoffe, es ist eine gute Nachricht. Ich bin für den Fall weiterer geistiger Höhenflüge auf meinem Zimmer zu finden. Die ist kaltblütig. Verplappert sich nicht einmal. Du warst ein bisschen hart mit den anderen, fand ich. Liebling, das musste ich sein. Ach, sehen wir mal, was Burton schreibt. Geehrter Mr. Blunt, ich gehe von der Annahme aus, dass das verwendete Gift Rizin ist. Rizin? Eine pflanzliche Toxalbumose von verheerender Wirkung. Bitte behalten Sie das für sich. Tja, aber was ist Rizin? Kannst du damit was anfangen? Du bist doch sehr beschlagen in diesen Dingen. Ja, man gewinnt es aus den Samen der Rizinuspflanze. Ich konnte mich mit Rizinusöl nie anfreunden. Jetzt weiß ich, warum. Das Öl ist okay. Das Gift heißt Fibulbumin und ist nur im Samen. Es ist nicht besonders schwer zu gewinnen. Und verheerende Wirkung heißt natürlich töten. Au! Sieh doch! Ist das... eine Rizinuspflanze. Und du meinst, das Gift könnte jeder gewinnen, ja? Ja. Vorausgesetzt, man weiß wie. Ob Hammer das geschafft hätte? Das glaube ich nun nicht. Es sei denn, das Buch. Es lag offen auf dem Tisch. Ich weiß, welche Seite aufgeschlagen. Da haben wir es ja. Also sehen wir mal nach. Rizin. Natürlich. Dachte ich es mir doch. Ich glaube, wir sprechen besser noch mal mit Miss Macpherson. Sofort. Tommy, bitte überlass das mir. Nur dies eine Mal. Aber ja, wenn du meinst. Dann bist du jetzt der Captain des Schiffs. Aber nicht für lange. Wo willst du denn hin? Ich muss Miss Logan eine Frage stellen. Nur eine. Ach, Sie sind es. Ja. Haben Sie gut geschlafen? So gut, wie man erwarten kann. Es tut mir sehr leid, dass ich Sie noch mal stören muss. Macht doch nichts. Danke, Mr. Blunt. Keine Ursache. Also, sagen Sie mir, haben Sie etwas herausfinden können? Ja. Ja, ich glaube schon. Ich finde, Sie sind für einen Detektiv viel zu attraktiv und so jung. Und da ich jung bin, habe ich während des Krieges in einem Lazarett gearbeitet. Eine harte Zeit. Ja, aber ich habe dadurch etwas über Behandlungen mit Serum gelernt. Über Gifte und Gegengifte. Wie sie Leben retten und wie sie es vernichten können. Mr. Blunt, könnten Sie wohl... Ja, kommen Sie. Sehr freundlich, danke. Fahren Sie bitte fort. So weiß ich zufällig auch ein bisschen was über Rizin. Zum Beispiel, dass es in kleinen Dosen Antirizin entwickelt und man dadurch immun wird gegen das Gift. Ist das so interessant? Ja, so ist es. Es war im Grunde eine der wichtigsten Entdeckungen der ganzen Serumtherapie. Ihr Vater war daran entscheidend beteiligt. Mein Vater? Sie wissen das, Miss Logan. Sie wissen das sehr gut. Und deshalb haben Sie sich über einen langen Zeitraum systematisch Rizin injiziert. Was? Lassen Sie meine Hand los. Noch nicht. Die stammen von Ihnen, Miss Logan, nicht von Dr. Burton. Sie haben Ihrem Vater bei seiner Arbeit geholfen. Sie wussten über Rizin alles. Sie haben es sich gespritzt und bildeten Antirizin.
So konnten sie sich ohne Gefahr mit den anderen vergiften lassen. Nein! Sie wählten einen Tag, an dem Dennis Radcliffe nicht da war. Sie mussten ihn später vergiften. Nur so konnten sie verhindern, dass er vielleicht vor Lois Hargreaves sterben könnte. Sie sind verrückt! Das Timing war entscheidend, nicht wahr? Wenn sie vor ihm sterben würde, bekämen sie ihr Vermögen. Aber bei seinem Tod würde Lois wiederum alles erben. Mr. Blunt, helfen Sie als mir! Als seine nächste Verwandte. Das ist nicht wahr! Oh doch, das ist es. Sein Vater war ihr Cousin ersten Grades. Sie selbst haben es uns erzählt. Die Wahrheit, Miss Logan, ist, Sie haben sich selbst verraten. Und Sie sind verrückt, sag ich! Die Wahrheit ist gesprochen. Die Wahrheit des Herrn, des Allmächtigen. Da ist die Gottlose! Ich habe gesehen, wie sie in dem Buch las und vor sich hin lächelte. Und ich wusste Bescheid. Ich fand dieses Buch und die Seite, aber mir sagte es nichts. Aber da sprach die Stimme des Herrn zu mir. Und es war gut. Bringen Sie sie weg! Wegbringen! Sie hat mein Herrin, die Lady, gehasst! Wie die Schlange war sie neidisch und eifersüchtig. Sie hasste auch meine kleine, liebe Miss Lois. Aber verderben werden die Gottlosen. Das Feuer des Herrn wird sie vertilgen. Tommy! Voller Hass auf die Mörderin schleudert die Frau die Öllampe auf das Bett, das sofort in Flammen aufgeht. Zu viel für das Herz von Miss Logan. Exodus. Ist sie tot? Und heul. Der Schock war wohl zu viel für sie. Es tut mir leid. Ich werde die Polizei rufen. Herr, du bist der Anfang. Du bist das Ende. In deine Hände, Herr, geben wir unsere Seele. Und wenn wir auferstehen. Die Agatha Christie Krimi-Stunde. Jeden Samstag um 23 Uhr. Danke für dein Leid.